Weg! So, das ist jetzt schon mal ganz gut gelaufen. Ich bin dem Sieg nahe. Nicht, aber das ist ja wohl deppert, was denn? Der Baumstamm, der kommt von da drüben, der rollt da um, dann, weiß ich nicht, glitscht er sich da irgendwie durch, aber und zerstört bei mir da unten alles. Die Loki ist, da unter dem Tisch. So, das müssten sie noch überarbeiten. Euer Gnaden? Katapult bereit, my lord. Ja, Sire. Genau nach Plan. Gehen los. Das ist unmöglich. Oh, ist auch so Reichweite. Das ist ja der eigene Reichweite, ja. Entlege der. Gehen los. Das ist unmöglich. Bewegen uns! Rücken vor! Das? Gehen los! Rücken vor! Sehr schön. Genau nach Plan! Es flimmert. Eieiei. Das ist nicht schön. Gehen los! Befehle? Eure Befehle, Sir. Seid ihr sicher, Sir? Wir sehen keinen Weg. Braucht ihr etwas? Bereit und warten. Reihen schließen. Seid ihr sicher, Sir? Wir sehen keinen Weg. Seid ihr sicher, Sir? Wir sehen keinen Weg. Haltet eure Speere gerade, Männer! Speere vorwärts. So, aber jetzt da. In Reih und Glied stehen. Wie lautet der Plan? Ort bekannt. Euer Gnaden? Das schaffen wir schon. Euer Gnaden? Bock den Sturm. Katapult bereit, my lord. Wir sind einsatzbereit. Das gefällt mir gar nichts, wie die Sterne fliegen, das sage ich euch. Was willst du machen? Es ist von der Simulation her nicht so schlecht gedacht, sag ich mal. Die Starter fliegt zurück, das wird nicht traurig. Wie lautet der Plan? Man, das Ziel geht nicht mal zu. Skada? Einsatzbereit. Genau nach Plan. Wie können wir dienen? Skada bleibt stehen. Baumeister zu Diensten. Genau nach Plan. Achtung, my lord. Baumeisterabteilung zieht los. Neue Befehle. Sofort, Sir. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Ja, Sir. Wir sind einsatzbereit. Rücken vor. Eure Befehle, Sir. Braucht ihr etwas? Neue Befehle. Lastkräfte, vorwärts.
braucht, Sir. Der soll mal den Sturmbock angreifen. In der Ruhe dann. In Bewegung, Sir. Wie können wir dienen? Eure Befehle, Sir. Reihen schließen. Ih, jetzt ganz mir. Natürlich, Sir. Nicht mit mir, ich werde siegreich sein. Sterbt, ihr blauen Bastarde, ihr bastardigen Blauen. Die Familie des Sultans wurde gefunden. Es geht ihr gut. Raufen. Sieg! Yeah! Gott sei Dank braucht noch mal was. Wuhu! Weiter! Eine neue Allianz. Wir eroberten die Stadt zurück. Der Sultan wurde wieder mit seiner Familie vereint, sein Geschäft wiederhergestellt, sein Volk erlangte seine Unabhängigkeit zurück. Er sagte uns, dass er uns immer und überall die von uns benötigten Waffen besorgen und uns einen guten Preis machen werde. Und er hielt sein Wort. Wir gingen gestärkt. Unsere Armee stärker und besser. Wir begaben uns nach Norden zu den Eisernen Bergen. Blackstaff wusste, wo wir den Eisernen Herzog finden konnten. Wir hofften, von ihm Waffen für unsere wachsende Armee zu erhalten. Wir marschierten tagelang. Als wir ankamen, bat uns der Herzog herein, gab uns Essen, gab uns Betten. Sicher hätten wir länger geschlafen, wenn wir nicht von Schreien und dem Geräusch von Stahl auf Stahl geweckt worden wären. Es war Roger Scapcoat, der älteste Sohn der Ratte. Der eiserne Herzog bat um unsere Hilfe, um sie zu retten, um seine Mine zu schützen. Er erzählte uns von Waffen, die er geschmiedet hatte, stärker als jede Waffe zuvor, und bot sie unseren Männern für den Kampf an. Wir sollten die Ratte an der Talmündung aufhalten, damit der Herzog mehr Zeit hatte, um in seiner Schmiede schnell weitere Waffen herzustellen, um Scapcoat mit diesen für immer aus diesem Gebiet zu vertreiben. Rein! Der eiserne Herzog braucht eure Hilfe im Kampf gegen Scapcoats Armee, die seine Schmieden stehlen will. Schützt seine Arbeiter, dann wird er alle Waffen liefern, die unsere Armee braucht. Die angreifenden Truppen machen ihre schlechten Waffen mit ihrer Anzahl wett. Und defensiv werdet ihr das Gelände als eine große strategische Herausforderung ansehen. Wenn ihr keine Waffen schützt, müsst ihr alle dann daran kontrollieren. Ihr könnt es ja so. Bei dem Bereich schlaft ihr. Bla bla bla. Ja, was wird denn das? Fein Schreck. Gelecke mich doch am Arsch. Dieses Tal wird nur schwer zu verteidigen sein, mein Herr. Ein großer Bereich muss bewacht werden. Wir müssen die Öfen des eisernen Herzogs beschützen, damit er uns Waffen bauen kann, die wir bei den nächsten Angriffen brauchen. Scheiß euch, der Depper, da ich rast. Der eiserne Herzog teilt sein Wissen mit uns, Sire. Wir können jetzt unsere eigenen Schmieden bauen. Ein paar schnelle Streitkolbenkämpfer wären bei der Verteidigung dieses weiten Gebietes hilfreich. Ah. Da muss mal wahr her. Jetzt gehen wir zum Tunnel als erstes durch. So. Er kommt eh nur von da unten. Das heißt... Das kann da nicht platziert werden, my lord.
Der Feind greift an. Ja, mein Quest, der kann nur von da unten kommen. So. Ansonsten hat er gar nichts zur Möglichkeit. So. Wir sind bereit. Da kann ich nicht hin, Sire. Wo ist der Chaos nicht hin? Da kann ich nicht hin, Sire. Rauf auf die Welle! Rauf auf die Welle! Ja, fährt. Schreckt mir da schon. Was für ein schöner Tag es ist, Sire. Wunderschön. So, das sollte ja mal anfangen, dass ein bisschen Holz abgebaut wird und alles. So. So, ich brauche dann Waffen. Ich brauche ganz viele Waffen. Bogenschützen, vorbereiten! Sehr schön. Wir sind eure Leute! Abfit oder mit Zweitcamps, bitte. Geht da kein Turm bauen oder was? Wir brauchen Holz, mein Lord. Wie schaut es mit der Abproduktion aus? Für euch, mein Herr. Das passt. Wir sind bereit. Rauf auf die Welle! Mein Großen und Ganzen muss ich eh nur den Abschnitt da kontrollieren, der sehr klein ist. Achtung, bereit und warten. Seid ihr sicher, Sir? Wir sehen keinen Weg. Sir? Ja, Sir. Oh Gott, was sind die anderen von ihm? Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. What the fuck? Was? Wo ist der Kampf? Die sind tot. Wollen der da durchkommen?